Willkommen auf dem A&M YouTube Channel. Ich zeige dir heute, warum eine Checkliste sinnvoll ist. Warum macht eine Checkliste überhaupt Sinn? Es ist nun mal so, dass immer wieder im Unternehmen kleinere Fehler gemacht werden. Fehler, die dann einmal zwar gemacht werden und dann vielleicht wieder passieren können. Das Sinn und Zweck ist dann die Checkliste. Ich habe sie hier mal in Print mitgebracht. Die gibt es natürlich auch digital. Wobei wir, je nachdem, in welchem Prozess du im Unternehmen eingesetzt wirst, vor allem zum Beispiel am Rechner, Print sehr viel Sinn macht. Wieso? Weil du sie immer wieder die Punkte vor dir hast, immer wieder die Fehler, die gemacht werden können, so vermieden werden können. Ja? Es geht letztendlich bei einer Checkliste auch um die kleinen Dinge. Es ist ja nicht so, dass das keiner weiß, aber es geht halt darum, einfach einen bestimmten Fehler, der passieren kann, durch diese Checkliste zu vermeiden. Ja? Gerade im tagtäglichen Geschäft, wo manche Aufgaben immer wieder gemacht werden, ja, die zwar sehr, sehr einfach scheinen, die aber kleine Fehlerpotenziale mit sich bringen, diese vermieden werden können. Durch immer wieder sich selbst bewusst zu machen, habe ich das gemacht. Das heißt, ich schaue auf meine Checkliste, sehe den Punkt und gucke, habe ich diesen Punkt gemacht? Ist diese Aufgabe, dieser Prozess abgeschlossen? Ja, ich hake ihn ab, gehe zum nächsten. Ja, das ist auch natürlich der Aufbau und die Struktur der Checkliste. Der muss jeden einzelnen Prozess oder je nach Abteilung natürlich immer wieder angepasst. Also eine Checkliste ist nicht nur eine Checkliste für die ganze Firma, sondern jeder Prozess, jede Aufgabe kann nochmal Teilchecklisten haben. Ja, das heißt, du musst immer wieder definieren, wo brauche ich eine Checkliste und was wird in diesem Arbeitsvorgang benötigt. Und was muss auf dieser Checkliste klar kommuniziert sein, dass kein Fehler dabei entsteht? Ja? Und wenn ein Fehler mal passiert, dass die Checkliste natürlich verbessert wird, an diesem Punkt ergänzt wird, dass dieser Fehler beim nächsten Mal nicht wieder passiert. Also, Punkt, den ich gerade angesprochen habe, Aktualität. Eine Checkliste ist nicht dazu da, dass ich sie heute erstelle und sie über das ganze Jahr genutzt wird, sondern falls sich ein Prozess oder eine Aufgabe im Unternehmen ändert, ja, zum Beispiel es gibt eine neue Software, zum Beispiel in der Montage gibt es ein neues Werkzeug etc., muss die Checkliste natürlich geupdatet werden und muss verteilt werden. Klassisches Beispiel ist natürlich, jemand geht in Urlaub aus der Firma. Er kommt wieder nach 2-3 Wochen und in der Checkliste hat sich was verändert. Und das ist genau der Hinweis, den du damit geben willst. Hey, es tut sich was. Der Mitarbeiter muss auf die Checkliste schauen und sagen, hey, diesen Punkt, da hat sich was verändert. Und das ist ja genau das, was wir bewirken wollen. Falls mal jemand ausfällt, falls mal jemand nicht da ist, falls sich etwas ändert am Prozess, ja, dass dem Mitarbeiter, der diesen Prozess gerade bearbeitet, ihm auch auffällt, ihm bewusst wird, ey, es hat sich hier was geändert. Wie sollte eine Checkliste idealerweise aufgebaut werden? Ich hatte das schon kurz angeteased. Sie muss klar kommunizieren. Ja? Die Checkliste darf nicht irreführend sein. Jeder einzelne Punkt muss klar diesen einzelnen Teil der Aufgabe beschreiben. Sie darf keine Rückfragen enthalten. Sollte eine Rückfrage sein, dann stimmt an der Checkliste was nicht. Ja? Sollte ein Fehler zweimal oder dreimal gemacht werden, ja, dann stimmt an der Checkliste was nicht. Ja? Letztendlich ist es zum Beispiel auch die Aufgabe eines Teamleiters, zu gucken, werden die Prozesse immer wieder eingehalten, passt das mit der Checkliste, ist die Fehlerquote sehr gering und je nachdem, wie oft ein Fehler gemacht wird, desto mehr, also desto stärker oder desto schwächer ist deine aktuelle Checkliste. Letztendlich ist die Checkliste nichts anderes als Fehler, die irgendwann schon mal gemacht wurden. Weil du willst sie ja vermeiden. Du willst nicht, dass jeder kleinste Fehler, der irgendwie dich etwas kosten kann, ja, nochmal begangen wird. Ganz klassisches Beispiel aus unserem Kundenkreis, von unseren Partnern. Da ging es zum Beispiel letztens um einen Aufmaßtechniker, der eine gewisse Sache immer wieder vergessen hat. Da haben wir ihm ein ganz, ganz einfaches Tool in die Hand gestellt. Da haben wir gesagt, ja, lass doch mal deinen Aufmaßtechniker, bevor er nach Hause fährt, nochmal die Checkliste durchgehen, die du ihm präsentiert hast, die du ihm erstellt hast, wo alle Punkte drinstehen. Dann kann er das ja gar nicht vergessen. Und so kleine Instrumente wie so eine Print-Checkliste können letztendlich diese großen Fehler vermeiden. Wie sollte idealerweise eine Checkliste aufgebaut sein? Sie sollte eine Einleitung, Mittelteil, Ende haben und es muss jeder Teilschritt des
Prozesses in dieser Checkliste drin sein. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal zeigen, wie wichtig eine Checkliste ist und wie sie dein Unternehmen verbessern kann. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, hinterlasst ein Like und bis zum nächsten Mal.